Selta-Wasserbuden findet man im Ruhrgebiet in fast jedem Häuserblock. Hier haben sie Tradition. Bevorzugt findet man sie an den Ecken. Dieser Kiosk ist ein stolzer Veteran aus der wilhelminischen Zeit. Zwischen modernen Häusern erinnert er an Pferdedroschken und Polizisten mit Pickelhaube. Hier holen die Kinder schon seit vielen Generationen ihre Dauerlutscher und Bonbons für ein paar Pfennige. Auch der Rentner geht gerne zur Selta-Wasserbude. Jeden Tag holt er sich dort seine Ausgeh-Zigarre. Doch das Schönste ist, dass man in aller Ruhe Neuigkeiten austauschen kann. Wetter wird immer schlecht, ist nicht besser, nicht? Furchtbar, dieses Jahr können wir gar keinen Sommer. Nee. Bitte schön. Danke, dass wir es. 1,30 Mark, 3,98 Mark. Der Besitzer einer solchen Bude kennt fast jeden Menschen im engeren Umkreis. So kann man etwas über die unmöglichen Meyers erfahren oder gar über die eigenen Wohnungsnachbarn, mit denen man in der Anonymität großer Wohngemeinschaften keinen Kontakt hat.